Hey Leute, ich bin's wieder, Bjarne von Tennis Point, und heute habe ich für euch quasi eine Weltneuheit. Und zwar hat die Firma Wilson einen neuen Ball herausgebracht, den sogenannten Trinity Ball. Und was der Ball alles so kann und warum er sich von allen anderen Bällen absetzt, erfahrt ihr jetzt im Video. Los geht's! Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, dieser Ball ist in keiner normalen Balldose, wie ihr es kennt, aus Plastik oder Metall. Dieser ganze Ball ist in einer Balldose aus Pappe und ist somit zu 100% nachhaltig. Das ist natürlich eine super Sache von Wilson, und genauso wie es auch hier auf der Verpackung draufsteht, ist es somit ein besserer Ball für den Planeten. Vor allem wenn man bedenkt, wie viele Balldosen täglich aus Plastik, Kunststoff etc. weggeschmissen werden, ist das doch, finde ich, eine sehr gute Sache. Aber nicht nur Wilson macht sich Gedanken über den Klimaschutz, auch wir von Tennis Point machen uns Gedanken über Nachhaltigkeit. Also seid gespannt, was da kommt. Aber jetzt holen wir erstmal einen Ball raus. Und wie euch jetzt sicherlich schon aufgefallen ist, es ploppt nicht. Und das Ganze liegt daran, dass die ganze Dose drucklos ist. Das Ganze steht auch einmal hier im Deckel drin und soll somit der Klang der Nachhaltigkeit sein. Aber jetzt holen wir erstmal einen Ball raus. Und zwar ist der Ball neben der Verpackung so gefertigt, dass er viermal so lange halten soll. Und wie ihr sehen könnt, hat sich der Ball rein äußerlich eigentlich gar nicht verändert. Er sieht immer noch normal aus, hat dieselbe Farbe, eigentlich alles gleich. Aber um jetzt herauszufinden, warum der Ball viermal länger halten soll, haben wir den ganzen Ball mal aufgeschnitten, beziehungsweise auch als allererstes einmal einen normalen Tennisball aufgeschnitten, das kennen wahrscheinlich schon ein paar von euch, und jetzt aber auch mal den Trinity Ball aufgeschnitten. Und was wir jetzt hier erkennen können, ist einmal, dass der normale Ball viel dünner ist als der Trinity Ball. Und das liegt daran, dass der Trinity Ball von innen in einem ganz neuen Material gefertigt ist, was natürlich einmal für eine viel längere Lebensdauer sorgt, aber er trotzdem eine konsistente Sprungkraft besitzt. Außerdem soll das Äußere des Balles um 50% flexibler sein als bei einem normalen Ball. Das trägt natürlich dazu bei, dass der Ball einmal tiefer und auch länger an der Seite ist. Im Endeffekt dann für mehr Kontrolle sorgt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich hoffe, euch hat auch der Ball gefallen. Wenn dem so ist, seid gespannt. Es kommt demnächst auf diesem Kanal hier ein kleiner Test zu dem ganzen Ball. Um das Ganze nicht zu verpassen, natürlich gerne ein Abo da lassen. Und wie am Anfang schon gesagt, eine sehr schöne Idee von Wilson, eine Idee für die Zukunft. Und gerne nochmal wieder Fragen, Anmerkungen in die Kommentare zum Ball, zu anderen Sachen. Wir werden es beantworten, und somit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Advantage You.